Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hier spricht ja ein ehemaliger Ex-Raucher, der sich schwindlig geraucht hat. Warte, Moment. Und der jetzt mit schwankenden Füßen seinen Kaffee trinkt, bei Meisinger. Und den du bist der... Seppi. Der Seppi. Du bist verheiratet mit... Der Nadine Meisinger, genau, dann bist du ja von Uli, der, was bist das du, Verwandtschaftsgrad, warte mal, sag mal, was ist man denn dann? Der ist von der Schwiegersohn. Schwiegersohn, ja, der Schwiegersohn von Meisinger, mein Gott, bin ich blöd, aber, was soll's. So, ich erzähle den Herren gerade, dass ich, also wie ich aufgehört habe zu rauchen. Man hält sich ja gern fest an dem Ding. Ja, da, ja, da, man hält sich fest. Also zieht dran und belohnt sich oder bestraft sich. Meistens bestraft sich eigentlich die Lunge. Ich war ja so zugezerrt bis zum Jahr 2000, dass ich wirklich an der Todesgrenze war. Und dann habe ich aufgehört mit meiner letzten Zigarette, habe Eukalyptus-Bonbons gegessen, die haben dann gleich unten so durchgerollt. Genau. Und dann... Ja, und dann, wo halte ich mich fest? Und dann war, jetzt habe ich keinen dabei, ich brauche ja keinen mehr, aber ein Strohhalm war meine Rettung. Den haben wir immer mitgenommen, hast du Luft geraucht. Rauch Luft, es kommt viel billiger, da kann das auch keine Cent verdienen. Und deine Lunge soll sich... Und, Amen. Ja, keine Aufnahme. Es ist heiß nicht, das ist Jackpot, oh, Jackpot. Arme. Und da. Was ist da? Lunch. Was ist das da? Und es gibt Wahnsinn. Oh, super. Hallo, super. Ist gut. Was machen Sie da hinten? Ach so, ich entdecke den Meisinger, was es bei Meisinger alles gibt. Wo ist er denn? Ist er da vielleicht? Hab ich ihn nicht gesehen? Ah ja, da ist er ja. Da ist er ja. Der Chef persönlich. Super. Tiroli,
berührst die Werkzeuge.